So. Kann ich eigentlich den. Ich hab doch diese grünen. Wir können doch diese grünen Glasblöcke bauen, ne? Ich habe irgendwie das Gefühl, als wenn diese Dinger nie wieder grün wären. Weil die Pipes irgendwie als halt eben als Blöcke erkannt werden oder denen halt kein Gas wächst. So. Ich hatte irgendwie gehofft, dass die langsam vielleicht doch irgendwann grün wären. Weil eben so ein paar Blöcke sind halt grün. Das einfach nur ewig dauert, quasi so wie hier. Aber ich schätze mal, das sind alles Blöcke, die schon grün waren, bevor wir die Rohre platziert haben. Genauso wie da vorne, ne, hier überall. Dass die alle schon grün waren, bevor wir die Dinger platziert haben. Weil entweder alles grün oder alles braun, aber das hier so ab und zu so, das ist halt. Das ist schon ein bisschen traurig. Wobei ich fast sagen würde, dadurch, dass du hier auch immer diesen Übergang hast, würde ich dann doch fast eher sagen, lieber alles braun als alles grün, gell? Das ist egal. Ich war gespannt, ob das jetzt denn wieder grün wird oder es wirklich braun bleibt. Weil ich halt hier schon gerne grün hätte. Ich habe ja diese wunderschöne Mod gemoddet, mit der man Grasblöcke auch einfach so bauen kann. Hier mit beliebig Gras. Beziehungsweise nicht, nee, ich glaube sogar, der Block kommt durch irgendwie irgendeine andere Mod. Aber ich habe halt andere Sachen gemacht. Zum Beispiel halt hier, dass man halt die Blöcke alle bauen kann. Da habe ich eine Mod gemacht. Weil die Blöcke kannst du normalerweise gar nicht bauen. Du musst halt einfach immer dort platzieren und dann hoffen, dass von irgendwo anders Gras rüber wächst. Aber irgendwie gezieltes Gras platzieren, vor allen Dingen halt damit auch aussuchen, was für ein Gras du haben möchtest, geht halt normalerweise nicht. So. Endlich weg damit. Also der Raum, der gefällt mir. Der ist so ganz gut geworden. Die beiden Räume hier oben. Der Raum und der Raum, die bleiben auf jeden Fall so, wie sie sind, komplett leer. Damit man hier maximale Aussicht hat. Auf diese Scheiße da hinten zum Beispiel. So, und hier müssen wir mal gucken, was könnten wir alles in die Küche bauen? Also auf jeden Fall. Das Problem ist halt, der Raum ist halt auch nur so wirklich 4 tief. Wovon wir also nur hier die 4 Blöcke benutzen können und dann hier nochmal 2 Blöcke. Viel Platz haben wir da nicht. Gut, ich meine, ich könnte auch den Block hier noch nutzen. Don't know. So, das heißt, brauchen wir auf jeden Fall erstmal Kühlschränke. Kühlschränke hätte ich gerne schon mindestens 2. Na? Und dann haben wir gar nicht mehr so viel übrig. Ein Backofen, was auch immer das hier ist. Ein Waschbecken. Ist ein Luxus, den braucht man nicht. ja, das heißt auf jeden Fall erstmal Kühlschränke. Wir nehmen natürlich den guten aus Edelstahl. Tonkühlschrank
Tonklumpen. Was? Okay. Erstmal Inventar hier aufräumen, das ist ja schon wieder alles ganz schön voll. Sandstein kommt nach unten, du kommst nach unten, du kommst nach unten, du kommst nach unten, du kommst hier irgendwo hin, da irgendwo hin, I don't know. Du kommst nach da. Du kommst nach unten, du kommst nach unten. Haben wir noch viel Cobblestone? Wir haben hier noch die Platten. Die können wir mal rekombinieren. Dankeschön. So. Silbersandstein. Ganz ehrlich. Scheiß was darauf. Wir haben so viel Silbersandstein. Die Dinger fallen Uli auf. So. Du warst auch da. Du kommst auch da. Und dann. So, dann haben wir noch Blätter. Dann haben wir noch Eisen. Wolle. Und das war's. Kann ich schon Mäuse rum? Ernsthaft? Ich mache gleich mal einen auf Kammerjäger mit Flammenwerfer. Ist doch nicht wahr. Wo bist du Ratte? Ich jage dich, bist du meinem Tod? Oder bist du deinem Tod? Was auch immer erster zuerst kommt. Sie ist geschickt. Ach, mein gutes AKW. Das Ding geht an, oder? Ah, die ist bereit. Genau. Ist aus. Aktuell. Ganz gut so. Braucht ihr keine Sau. So. Jetzt gucken wir mal. Wir brauchen 2x Kupfer, 2x Tonklumpen. 2x Kupfer. Wo zur Hölle haben wir Ton? Ach da. 2x Ton. 2 von diesen Glimm-Dingern. Was auch immer das darstellen soll. Und wir brauchen ganz viel Schmiedeeisen. Das, was ich gerade weggepackt habe. Ah, nee, Moment. 5, 6. Dankeschön. Warum habe ich das nur für ein? Achso, ich brauche jetzt 12 mal Eisen. Was mache ich denn da? So. Was mache ich denn da? So. Einen haben wir auch schon. Goddammit. Dankeschön. Haben wir eigentlich noch Schlüssel irgendwo rumliegen? Nee, ne? Nee, sieht nicht so aus. Gut, dann bauen wir uns nochmal ein paar. 1, 2, 3. Ist eine schöne Zahl. So. Muss erstmal reichen. So. Dann haben wir schon mal die Kühlschränke. Als nächstes brauchen wir Backofen. Ich backe auch gerade.
Ich bin so froh, dass die letzte Aufnahme für mich heute ist. Ist so drückend. Also nicht drückend, aber diese Dämse einfach. Backofen. Dann nehmen wir ein... Ja, würde ich auch schon so ein Edelstahl-Ding nehmen, ne? Macht Sinn. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Gar kein Bock mehr. Heizelemente ist so der schlimmste Albtraum, den du haben kannst. Da rutscht einfach alles auf der Visage. Heizelemente. Willst du mich verarschen? Oh, nee, doch, geht eigentlich. Kupferbarren, ein bisschen Wiese. Ah, gut, dachte schon. Dachte schon, da brauchst du wieder zigtausend Spulen und, keine Ahnung, was alles. Ah, guck mal her. Fragmente haben wir auch keine mehr? Lol. Dankeschön. So. Und einmal Glas. Dankeschön, 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 Dankeschön. Weg mit dir. So. Dann haben wir einen Backofen. Und ich glaube, wir haben. Naja, also ich glaube, also hier so ein Ding kriegen wir auch noch runter mitsamt. Was ist das hier eigentlich? Nö. Das ist ein Ofen. Messi, also. Hab gerade unten Messi-Spitzhacke gelesen, aber das wollte ich vielleicht gerade ausgewählt habe. Was ist das? Home Deko. Ah, das soll eine Spülmaschine sein. Das ist das, das? Ja doch, das ist das. Das ist eine Spülmaschine. Eine Spülmaschine. Aber die sieht so anders aus. Ist die hier? Stahl. Weil die sieht so plastisch aus da oben. Spül. Kühlschrank mit Spül, aha. Holz, Stahl, Marmor, Granit. Gar nichts. Was haben wir denn da genommen, doch mal? Ist es doch die hier? Ja, doch, das ist auch so ein Verlauf. Okay, dann ist das also die Metalloberfläche. Okay. Stahlplatte. Haben wir sowas noch? Nö. Hm. Muss ich gerade auch noch Stahl zu segnen. Super. Guck mal, hier haben wir auch noch einen Kühlschrank. Und hier Waschbecken, Unterschrank. So. Ach ja, schon, die kann man einfach als Ofen benutzen. Hallo. Ja, genau, die Dinger hier kann man auch Sachen reinpacken. Ja. Dann haben wir auch noch die ganzen Sachen hier. Ach, die guten Metroids. Die gibt es ja nicht mehr lange. Beim nächsten großen Update auf meinem Server. Also sobald denn mein Test 5.9 rauskommt. Weil ich auch so ein paar Mods updaten und gegen neuere ersetzen. Zum Beispiel die Mail-Mod fliegt raus. Unter anderem halt auch diese Maidroid-Mod. Also die fliegen nicht raus, sondern werden gegen Äquivalente ersetzt. Also bei der Mail-Mod gibt es eine, die viel umfangreicher ist. Und die Maidroid-Mod, da gibt es halt auch eine, die auf der von Barry basiert. Aber halt zum einen aktiv entwickelt wird und zum anderen halt auch ein bisschen stabiler läuft. Weil halt aktiv entwickelt und so. Ja. So, wir haben einen Backofen. Ich würde am liebsten... Digga, diese Tür da unten schon wieder. Was jetzt? So. Also... Oh mein Gott. Oh
Oh mein Gott, was habe ich getan? Und wir haben nichts davon. Wir müssten also alles erstmal bauen. Oh mein Gott. Das sieht mir einfach aus. Dann haben wir erstmal so ein Ding hier. Spülmaschine braucht eh keine Sau. Ich esse eh den ganzen Tag nur Instant-Nudeln. So, da brauchst du keine keine Spüle. Brauchst du bloß einen Plastebeutel. Hals. Ist doch hier. Kann man jedes Hals nehmen? Ja, kann man. Dann nehme ich mal dich. Weil du hier krass schön rumliegst. Dankeschön. Was ist hier geht's los? Warum fahren wir wieder so viel Holz? Was ist mit dem ganzen Holz? Entfertigungsraster. Ja. Danke. Danke. So, jetzt kommst du erstmal. Beziehungsweise erstmal kommst du erstmal. Da kommst du erstmal. Nee. Ja. Und du kommst da direkt. Und du kommst da dahin. Danke. So. Und das Ding müssen wir auch noch abschließen. Und damit sind alle Schwester weggeschlossen. So, mit dem einen Wassereimer, den wir noch haben. Und zwar mal Eisen. Können wir jetzt denn noch mal so einen Waschhaden bauen? Und damit sollten wir erstmal alles haben, was wichtig ist. Da. Aber ich glaube, ich mache auch erstmal Feierabend. Es wird immer drückender und drückender. So. Die beiden Kühlschränke stelle ich mal da und da so hin. Sehr schnieke. Waschbecken mache ich mal da. Dass sie halt auch unbedingt aus Holz sein muss. Dass da kein. Das passt halt gar nicht so. Na, was soll's. Kannst du richtig Musik mitmachen? So. Gehört Ronny? Nee, gehört nicht Ronny. Achso, genau, Bockwürfel ist ja generell. Genau, aber die gehört Ronny. Die gehört Ronny. Sehr gut. Ach, verdammt, ich wollte unten noch eine Tür machen. Ah, verdammt. Haben wir vielleicht noch eine Holztür? So eine richtige, die man. Also. So eine. Ich weiß auch gar nicht, ob man die baut. Mit Stahl, wer hätte gedacht? Na, bekommen natürlich wieder zwei. So. Boah. Oh, wie es wieder dunkel wird. Die Tür mache ich nach innen schließend. Nee. Doch noch entschließend. Ja, vor allem bei nach innen schließen Taste halt das. Gut, so sowieso falsch. Bei nach innen schließen Taste halt. Der ist aber gut hier. Dass sie halt über diese Kante hast, dass sie hier also mit einer ganz dünnen Linie verbunden ist. Wow, Alter. Kann ja richtig. Wuhu. Ich bin der Bezwinger der Bezwingten. Willkommen in meinem Zwinger. Ah, ich lasse es erstmal so. So ist gut. Perfekt. Ein bisschen dunkel hier vielleicht. Fällt mir gerade mal so auf.
Aber da kann man noch nachhalten mit ein paar Lampen, die man hier so hin machen kann. Gefällt mir. Mädelampen. Jetzt die Frage, wie bauen wir die am dümmsten? Einfach so eine schrägen Dinger wäre vielleicht ein bisschen witzlos. Aber man könnte ja zum Beispiel die hier machen. Davon so vier Stück. Das müsste doch funktionieren. Dann kommt die hier quasi. Ah! Oh, verdammt, der Kacke. Ach, Scheiße. Ach, Du verdammter Arsch. Arsch, das ist ein Bastard. So Schwanz. Arsch. Nein. Ich will nicht mehr. Replacement Tool, rette mich. So ungefähr. So hab ich mir's gedacht. Ja. Ja, so. So ist schön. Das ist gut. Mit der Raum schön direkt, ne? So vom Leuchtwinkel her, so strahlt so schön angenehm in den Raum rein. Das ist geil. Digga, komm, ich habe einen Parcours gefunden, muss ich jetzt derzeit halt auch benutzen. Aber es ist doch wieder kacke jetzt doch. Schon wieder, ist doch schon wieder Suchtfaktor. Hey. Gerade damit habe ich es geschafft. Gut, einmal geschafft, nie wieder. Danke dafür. Okay, ich habe keinen Bock mehr. Wieder geht. Ach so, weil ich nicht mehr rennen kann. Dankeschön. Gut, oder. Verdammt! Wieso rennt er nicht mehr? Geht doch! Mami, die mögen mich alle nicht. Ohne Scheißendreck hier. Lass rein, nur geht halt hier rauf. Digga. Was ist mit dir? Ja, ist doch schon mal hier ein bisschen. Gut, die Küche sieht vielleicht ein bisschen trostlos aus. Vor allem könnte ich auch noch ein bisschen Licht vertragen. Fällt mir gerade mal so auf. Ist auch nicht gerade das hellste auf der Welt. Wir kontrollieren es halt bei der Küche. Ich weiß halt nicht, weil hier halt die Wand. Ja, so eine richtige schöne Einbauküche ist halt wirklich ein bisschen schwieriger zu realisieren. Ich meine, ich würde gucken, ob ich hier noch so eine Abstellfläche und hier irgendwas hinstelle. Dass es wie wenigstens als geschlossene Einheit hier so aussieht in der Ecke. Weil die beiden sehen da so ein bisschen trostlos aus. Wenn man mal ehrlich ist. Aber das war das dafür schön geworden. Das ist wirklich. Das ist sehr schön geworden. Ja. Ja, gut, dann würde ich mal sagen, soll es das für heute erstmal gewesen sein. Und dann sehen wir uns wahrscheinlich dann, ja, für euch morgen. So. Genau. Ja. Dann wollen wir mal gucken, bevor wir denn das AKW hinbauen, ob wir überhaupt ein AKW bauen. Ich hätte schon Lust, vor allem haben wir ja die Teile dafür. Ich weiß halt nur nicht genau, wo wir das AKW hinbauen. Naja, gucken wir mal nächste Folge. Von daher, bis dann.